Ja, also für mich war es wichtig, dass ich einfach am Berg auf mein Tempo fahre. Und am Anfang hatte ich schon zu tun, weil ich brauche immer ein, zwei Runden zum Reinkommen. Und die Schweizerinnen sind ja bekannt fürs gute Bergabfahren. Und da bin ich halt doch eher schon die Mami. Aber so langsam komme ich wieder rein. Also ich trainiere halt echt immer mehr auch an der Technik, weil bergauf den Motor habe ich, sage ich mal. Meine Pumpe läuft. Und von dem her muss ich immer nur schauen, dass ich bergab eigentlich da hinterherkomme. Und dann musste ich einfach bergauf riskieren und habe halt versucht, es dann durchzuziehen. Und die Strecke kommt mir ein bisschen entgegen, weil ich halt auch im Wind oder auf der Geraden Druck habe. Und ja, es ist eine schöne Strecke. Und es war trotzdem hart, ja. Man sieht es mir an, dass ich auch schwitze. Super, und wie geht es bei dir weiter? Willst du jetzt auch alle im Weltcup abhängen oder sehen wir dich weiter beim Swiss Bike Cup? Ja, also ich werde jetzt erstmal nächstes Wochenende Ruhe machen. Ich mache ein bisschen weniger. Ich brauche mal eine Pause wegen den Kindern halt. Dann werde ich Albstadt und Nove Mesto fahren. Klar, alle abhängen wird schon schwer. Ich sag mal, jetzt so Schweiz, Österreich, Deutschland habe ich ja jetzt derzeitig im Griff. Mal sehen, wie es im Weltcup ist. Weltcup sind immer noch mal andere Strecken, andere technische Komponenten, auch der Kopf ist immer anders. Jeder Weltcup ist so, wo alle richtig vorbereitet sind. Hier weiß man jetzt auch nicht, nimmt der eine das als Training mit oder wie ist die Vorbereitung einfach. Also von dem her ein gutes Training und mal sehen, was im Weltcup passiert. Und klar, ich bin gerne am Schweizer Cup mit dabei, bin ich schon immer gern gefahren. Nur ich gucke, dass es mehr so angrenzend Deutschland gerade bleibt, weil es halt auch ein Aufwand ist mit den Kindern, bis alles gepackt ist und auch immer mit Betreuung, wenn überhaupt. Heute haben wir es zu dritt oder zu zweit gemacht, also, oder, ja, und es ist dann schon streng.